Eine Woche mit vielen interessanten Themen und Beiträgen ist wieder vorüber und somit darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu den LeneTV der Tag Wochenhighlights. Wir starten heute gleich mit einer ganz besonderen Aktion und zwar in Weiler. Schüler der Landesberufsschule Dornbirn konnten sich hier alle Informationen sammeln und zwar zu den Themen Brandschutz und Brandbekämpfung. Wir waren bei dem Seminar mit dabei. Eine Klasse der Landesberufsschule Dornbirn hatte die Möglichkeit, sich beim Ingenieurbüro Huber in Weiler die Sache mit dem Brandschutz und der Brandbekämpfung genauer anzusehen. Die bekommen jetzt in einem theoretischen Block mit vermittelt die Brandwiderstandsklassen und auch das Brandverhalten von Baustoffen und in weiterer Folge eine praktische Ausbildung, damit sie im Privatbereich, also auch im schulischen und auch im betrieblichen Bereich entsprechend ausgebildet sind. Wir simulieren an einem sogenannten Löschtrainer unterschiedliche Brände, einerseits vom Papierkorbbrand über Bildschirmbrand bis hin zu einer Zerberstung einer Spraydose und auch in weiterer Folge einen Fettbrand, wie man ihn nicht mit Wasser löschen sollte. Gelernt wurde also fürs Leben, vor allem der richtige Umgang im Falle einer Gefahrensituation stand im Fokus. Die Teilnehmer hatten sichtlich Spaß. Das ist ein Teil, den wir für uns Brandschutz vor der bautechnischen Zeichnung, darum nehmen wir da persönlich teil. Ausgezeichnet, also das Thema ist wirklich super vorbereitet. Man hat das alles Mögliche zur Verfügung gestellt, wir können jetzt so gerne in der Praxis Übungen machen, also super. Allein wie viele verschiedene Brandlöscher das es gibt und Feuerlöscher ist schon ein großes Thema. Und ich hätte so nicht gewusst, dass es da einen gibt, wo man aufschrauben muss oder wo man draufhauen muss. Das war schon einfach nicht, wenn du es noch nie gemacht hast. Alles super interessant gewesen. Also ist echt, wir haben viel gelernt, gerade auch mit dem Ölzeug, das man daheim halt da hat, dass ich mehr so gerne gesehen habe. Und jetzt ist, glaube ich, allen ziemlich bewusst geworden, was da passiert hat. Das ist super, echt cool. Vor allem auch eine kleine Abwechslung, gerade, dass man auch mal das Praktische mit dem Theoretischen verwenden kann. Das Thema Brandschutz und Brandbekämpfung also allgegenwärtig. Gut zu wissen, wie im Falle eines Brandes zu handeln ist. Richtig heiß her ist es auch in Gargellen gegangen. Hier fand die Rumskull Trophy 2014 statt. Die besten Skibergsteiger matchten sich dort um den Titel und bei den spannenden Bewerben haben wir die besten Bilder zusammengefasst. Am vergangenen Sonntag fanden sich wieder die österreichischen Topathleten im Skibergsteigen in Gargellen ein. Die Rumskull Trophy stand auf dem Plan. Es war der vorletzte Bewerb im Austria Skitour Cup 2014 und somit war für Spannung gesorgt. Insgesamt 1500 Höhenmeter, verteilt auf 4 Aufstiege inklusive Klettersteigpassage und 3 Abfahrten im freien alpinen Gelände waren zu bewältigen. Beim Klettern galt es, die Skier im Rucksack zu transportieren. Bei besten Bedingungen machte zu Beginn der Führende der Gesamtwertung Armin Neurauter mächtig Tempo. Alexander Fasser und Lokalmatador Daniel Zug konnten aber über die Distanz einen entscheidenden Vorsprung herausholen. Zum Schluss sicherte sich der Lehrmoser Alex Fasser den Sieg vor Daniel Zug und Armin Neurauter. Ja, wenn man gewinnt, sollte man eigentlich immer zufrieden sein. Die Form war heute nicht so optimal, also zum Schluss war schon ziemlich hart. Das Rennen war 20 Minuten länger wie letztes Jahr, aber beim Sieg kann ich schon happy sein. Ich hatte am Start gleich einen Sturz, habe mir einen Stock abgebrochen und war dann ganz am Ende vom Feld, musste extrem viel aufholen und es war extrem anstrengend. Bei den Damen ging der Sieg ins Ländle, die Dornbirnerin Michaela Feuerle entschied den Bewerb für sich. Gratulation natürlich auch von unserer Seite an alle Teilnehmer und natürlich die Sieger der Rumskull Trophy 2014. Positiv in die Zukunft hat vergangene Woche die Brauerei Vornburg in Bludenz geblickt. Es wurde dazu auch ein neues Getränk vorgestellt. Was das ist, das sehen Sie jetzt. Die ersten beiden Monate des Jahres 2014 lassen in Bludenz auf alle Fälle Freude aufkommen. Die Brauerei konnte den Umsatz steigern und dementsprechend gut gelaunt blickt Neo-Geschäftsführer Wolfgang Sieler der Zukunft entgegen. Jänner, Februar war ein Raketenstart mit über 16% plus zum Vorjahr. Wir sind total optimistisch. Jetzt kommt das neue alkoholfreie Weizen und auf das freuen wir uns richtig. Insgesamt 213.870 Hektoliter an Getränken wurden im Jahr 2013 bei der Brauerei Vornburg umgesetzt. Dennoch war es ein ganz schwieriges Jahr. Ja, das Jahr 2013 war am Biermarkt generell eher durchwachsen. Wir wissen alle, das erste Halbjahr war natürlich Schlechtwetterbedingt, nicht gerade Bierwetter.
Das zweite Halbjahr war dann umso besser, aber war halt trotzdem, das holt man nicht mehr auf. Aber umso optimistischer und besser blickt man natürlich ins neue Jahr. Und da haben wir mit den ersten zwei Monaten natürlich schon ein deutliches Absatzplus geschafft. Dafür wurde, wie eben erwähnt, auch ein neues Bier kreiert. Es ist eine Ländler-Premiere. So wie wir eben die Einzigen sind, die ein alkoholhaltiges Weizen machen, spielen wir jetzt auch wieder den Vorreiter für das alkoholfreie Bier. Wir haben erkannt, Sportler, aktive Leute, Leute, die natürlich mit dem Auto unterwegs sind, der Bedarf ist da. Man sieht es auch an den Wachstumszahlen. Und von dem her, haben wir die Technologie im Griff, sind kreativ. Und deswegen haben wir gedacht, naja, wir sind die Ersten wieder. Und ein bisschen gebosselt und haben, glaube ich, ein sehr, sehr schönes alkoholfreies Weizen für den Konsumenten kreiert. Mit dem Vormburger Weizen alkoholfrei hat man ab sofort also wieder ein weiteres heißes Eisen im Köcher. Von Bludenz geht es jetzt noch Richtung Frastanz. Der Unternehmer Günther W. Ammann durfte sich freuen. Er wurde geehrt diese Woche. Ihm wurde der Titel Senator der Wirtschaft überreicht. Und bei der Verleihung waren wir natürlich mit dabei. Es war ein großer Abend für Günther W. Ammann, dem Frastanzer Unternehmer und Chef von Samina Schlafsysteme. Das Unternehmen selbst hat bereits zahlreiche Auszeichnungen verliehen bekommen. Nun wurde Günther W. Ammann im feierlichen Rahmen die Auszeichnung Senator der Wirtschaft überreicht. Der Senat der Wirtschaft setzt sich aus Persönlichkeiten der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen, die sich ihrer Verantwortung gegenüber Staat und Gesellschaft besonders bewusst sind. Die Überreichung übernahm das Vorstandsmitglied Hans Harrer, der extra aus Salzburg nach Frastanz gereist war. Das sind schöne Tage, wenn man in den Senat der Wirtschaft einberufen wird und diese Vereinigung, ein Netzwerk sozusagen in der Wirtschaft, das weltweit verbreitet ist, und da geht es einfach darum, dass man genau diese Werte, die wir ja bei Samina leben, Umweltschutz, Ökologie, Nachhaltigkeit, oder das sind die Stichworte, und da habe ich dann natürlich in Zukunft meine Arbeit rund um den gesunden Schlaf. Zahlreiche Gäste ließen sich die Feierlichkeiten nicht entgehen. Verschiedene Impulsreferate rundeten den Abend noch ab. Beim gemeinsamen Buffet wurde dann natürlich noch gebührend gefeiert. Spannende Themen, interessante Persönlichkeiten, alles war auch diese Woche wieder mit dabei, und somit war es das schon wieder von den Ländertv, der Tag Wochenhighlights. Bei uns gibt es jetzt noch einen kleinen Ausblick auf das Wetter. Würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, und ich darf mich verabschieden. Tschüss! Gemeinsam stark mit Regional-TV, näher dran an ganz Österreich. 9 Bundesländer, 9 Sender. Ein gemeinsames Dach. R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9, regionales Fernsehen Österreich. In der Nacht auf Sonntag kommt es im Ländle zu einer markanten Wetterverschlechterung. Ausgiebige Niederschläge und eine starke Abkühlung kündigen sich an. Die Schneefallgrenze sinkt voraussichtlich bis in tiefe Lagen. Es wird also nochmals spätwinterlich. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 1 und plus 2 Grad. Die Höchstwerte erreichen lediglich 0 bis plus 3 Grad. Auch am Montag bleibt es vorerst spätwinterlich. Am Dienstag ist es dann wolkig bei Temperaturen von minus 3 bis plus 6 Grad.